Ich, der Retter der Menschheit, hat sich auf eine sehr lange Reise begeben, die Geheimnisse des Dead by Daylight Eisberges zu erkunden. Es war eine sehr lange und harte Suche. Ich habe auch ein Bein verloren. Wenn du nicht weißt, was ein Eisberg ist, man sieht normalerweise nur die Spitze des Eisberges. Aber unter Wasser ist der Eisberg noch viel, viel größer und unbekannter. Und so funktionieren auch diese Eisberg-Videos. Oben sind Themen, die fast jeder kennen sollte oder jeder schon mal gehört hat. Und so tiefer es geht, so mysteriöser, gruseliger und komischer wird es. Mit dem Video dabei ist Verona, weil ich die meisten englischen Wörter nicht aussprechen kann und ich dann dachte, das wäre eine gute Idee. Und sie tut die Hälfte des Videos einsprechen, also schaut auch bei ihr auf Twitch vorbei. Like das Video, weil hier steckt wirklich scheiße viel Arbeit drin. Und deswegen legen wir jetzt los. Hub des Nut. Wenn du schon länger Dead by Daylight spielst, dann hast du das wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Aber wenige kennen wirklich den Ursprung, denn dieser liegt beim Schwein aus Saw. Survivor haben ein Emote, mit dem sie auf Dinge zeigen können und die Spieler benutzen das einfach, um die Schnauze vom Schwein zu streicheln oder halt zu berühren. Und natürlich gibt es einen Steam-Guide dafür. Basement Booba. Wir alle hassen sie, die Basement-Boobas. Diese vercampen sich im Keller mit dem Perk Insidious und warten auf andere Survivor, welche zur Rettung anderer kommen. Diese one-hittet er dann mit seiner Fähigkeit und hängt sie im Keller auf. Stranger Things Removal. Behavior konnte die Lizenz mit Netflix nicht erneuern, um das Stranger Things DLC zu behalten. Das bedeutet, dass sämtliche Inhalte, die Karte, der Killer, die Überlebende, die Cosmetics und so weiter zurückgezogen wurden. Du kannst sie also nicht mehr kaufen. Die Charakterperks wurden auch umbenannt und zu Basiskits gemacht. Jeder, der das DLC aber zuvor gekauft hat, durfte die Charaktere weiterhin benutzen und behalten. Doch gegen Ende 2023 hat Behavior die Lizenz erneuert. Einige Leute spekulierten, dass Netflix ein eigenes Spiel machen wollte, aber wissen können wir es natürlich nicht. Es ist auch lustig zu erwähnen, dass bei Key-Seiten das DLC einen sehr großen Preisanstieg bekommen hat. DBD Mobile. DBD Mobile ist, wie du es vielleicht erraten kannst, die mobile Version von Dead by Daylight. Es gibt ziemlich viele Unterschiede dazu, vom Leveln und dem Erhalten von Add-ons hin bis zum Gameplay allein. Die Killer haben auch mehrere verschiedene Moris, viele Game-Modes und vieles mehr. Außerdem ist es kostenlos spielbar, daher hat es natürlich wirklich viele, viele schöne Skins. Außerdem gibt es verschiedene Game-Modes wie Rotes Licht, Grünes Licht, Simon Says aka Gomme sagt, Deadly Tag, während wir in Dead by Daylight nur den normalen Game-Mode haben. Inzwischen haben wir ab und zu ein paar Modifier, also verschiedene limitierte Game-Modes. Pretty good job so far. Das bezieht sich auf ein Interview, das Matthew Code geführt hat, als nach der Entwicklung von Dead by Daylight gefragt wurde. And thank you to this amazing team. Seriously, it's a great team. And I will say this from the bottom of my heart, and I mean every single word. Mm-hmm. I think we've done a pretty good job so far. Oh, yes. Die Community hatte natürlich ein Problem mit dieser Aussage, da das Spiel von Fehlern und Bugs, es ist eigentlich das gleiche, geplagt war. Doch im Laufe der Zeit hat sich das Spiel wirklich verbessert und Matthew benutzt diese Aussage jetzt mal als Witz. Yeah, I think they did a pretty good job so far. And you know what? I'm okay with it. I love this team and I love the work, the skill, the passion that has gone into it. I love this game. And if someone was to ask me again the same question, I do believe I would tell them again. I think we've done a pretty good job so far. Fog Whisperer. Es gibt ein Partnerprogramm für die besten Content Creator von Dead by Daylight. Es gibt keinen Bewerbungsprozess dafür, da Behavior selbst nach neuen Mitgliedern sucht, die den Hashtag IntoTheFog auf Twitch und YouTube verwenden. Mitglieder erhalten Codes, die sie an Zuschauer weitergeben können, Ingame-Währungen und können sogar Informationen über kommende Inhalte erhalten, die sie ihren Communities vorstellen können. Einige der Creator im Programm sind zum Beispiel Oddstarva. Me too. Ghost Arcade. Oder auch Spooky Loops. Here it comes. Ah! Damn it, goated bro. Shirt My Survivor. Während der letzten Woche jedes Monats durchsucht das Dead by Daylight Team nach Twitch, Affiliates oder Partnern, die einfach Dead by Daylight spielen mit diesem Hashtag. Wenn das passiert, dann erhält der Streamer Twitch-Shirts für seine Überlebenden und einen Twitch-Anhänger für Killer. Nia ist der Entity. Manchmal wird Nia als die Entität oder als Killer bezeichnet.
weil sie früher sehr unfreundlich aussah und emotionslos wirkte, was zu einem Meme wurde. Custom Icons. Auf den PC konnten Spieler ändern, wie die Perks und die Charakterbilder aussehen. Das hat man nämlich mit dem Icon Toolbox Programm gemacht, bei der man gewünschte Icons einfach auswählt und die Spielerteile entsprechend geändert werden. Dieses Programm gibt's aber leider nicht mehr, aber dafür ein neues namens Nightlight. Falls du das aber ausprobieren willst, musst du vorsichtig sein. Ich habe zwar noch nie gesehen, dass jemand dafür gebannt wurde, aber es könnte sein, dass das Anti-Cheat vielleicht darauf reagieren könnte. Deswegen auf eigene Gefahr benutzen. God Palettes. Dies sind Paletten, welche so gut positioniert sind, dass diese fürs Looten nicht mal umgeworfen werden müssten. Eine dieser Paletten ist die Palette an der Killer Shack. Es ist oft verpönt, diese Paletten früh im Spiel zu werfen, da der Killer sie einfach zerstören wird und dieser Bereich nicht mehr gut zum Looten verwendet werden kann. Thanks Cosmetics. Es ist kein Geheimnis, dass es einen Beliebtheitswettbewerb unter den Survivern gibt. Diejenigen, die von Spielern am meisten benutzt werden, erhalten die besten Cosmetics. Und dann sind es natürlich wieder die, die am meisten Cosmetics haben, die am meisten gespielt werden. Es ist ein großer Kreislauf, der mit Feng personifiziert wird. Bei jedem einzelnen Event ist es praktisch eine Gewissheit, dass Feng einen Skin bekommt. Sogar Cosplay-Outfits bei der Silent Hill Collection. Chat Sensor. Im Jahr 2021 wurde ein Chatfilter hinzugefügt, der viele verwirrte. Er war sehr empfindlich und manchmal war es Glücksspiel. Selbst wenn man Dinge wie GGs, Killernamen oder Perks schrieb, wurde dies oft zensiert. Während toxische Personen immer noch Wege fanden, um ihnen zu umgehen und Dinge zu sagen, die der Filter hätte erkennen sollen. Viele haben festgestellt, dass dieser Filter keinen Sinn macht und nicht so empfindlich sein sollte, wie er ist. Hook it on you. Hook it on you ist ein Dating-Simulator-Spiel, das einige Killer aus dem Hauptspiel enthält. Und wenn es das erste Mal ist, dass du davon hörst, dann versichere ich dir, dass es echt ist. Pride Flag Light. Wenn du die Taschenlampe auf den Pride-Flaggen-Anhänger richtest, verwandelt sich das Licht in ein Regenbogenlicht. Aber bevor du das ausprobierst, muss ich dich leider enttäuschen, denn dieser Reddit-User wollte einfach nur Survivor trollen, damit dass sie ihre Taschenlampenbatterien verschwenden. Maurice. Höhe in der Nähe des Clown-Bereichs auf der Karte Forest Campbell Chapel war ein Pferd, das bei der Community ziemlich beliebt war. Als er das Reich betrat, wurde er verbrannt und erblindet. Also gab ihm die Entität ein drittes Auge, um das halt einfach auszugleichen. Dann verschwand er eines Tages mysteriös und tauchte erst wieder auf, als Dredge veröffentlicht wurde. Dredge besteht aus den dunklen Gedanken und Körperteilen eines Kults. Da hatte Maurice leider Pech. Behavior hatte dann einen Vermisstenaufruf auf Twitter gestartet und nach einiger Zeit wurde Maurice wieder zurück ins Spiel gebracht. Und nicht nur das, sie haben Dredge sogar einen neuen Skin gegeben und es ist... Blendette. Blendette ist ein Spitzname für Claudettes, die bewusst dunkle Kleidung tragen, um sich besser in der Umgebung vor Killern zu verstecken. $350.000 Streamer Tournament. Dead by Daylight hatte ein Turnier mit einigen namhaften Streamern für $350.000 gemacht. Nur die Mehrheit der Streamer, die daran teilgenommen haben, haben das Spiel davor noch nie gespielt. Und Dead by Daylight ist halt auch kein einfaches Spiel. Es braucht Zeit, um wirklich reinzukommen, alles zu lernen. Die Mechaniken, die Fähigkeiten, die Strategien. Und es half auch nicht, dass für dieses Event strenge Regeln galten. Because there's so many rules to this game and I don't know what the rules are in the tournament. Das Ganze war einfach eine Rezeptur für Unruhe, da die Streamer einen guten Teil ihrer Zeit damit verbracht haben, sich über das Spiel vor tausenden potenziellen neuen Spielern zu beschweren. I know Dead by Daylight coach if you want one. I am never gonna play this game again. Someone literally goes. Sagte jemand buchstäblich. Dead by Daylight Killer bezieht sich auf Spiele, die im Asymmetrical Genre released werden, die DBD vom Thron schmeißen sollen. Leider sind bisher alle Spiele, die so bezeichnet worden sind, selber gestorben. RIP Bozo. Beispiele für solche Games sind Freitag der 13., Prop Night, Video Horror Society oder Texas Chainsaw Massacre. PTB Changes. Der Public Test Build ist ein Ort, an dem Steam-Spieler kommende Inhalte frühzeitig testen können. Wie der Name schon sagt, dient das dazu, dass die Entwickler sehen können, wie die Community auf diesen neuen Inhalt reagiert, damit sie ihn bis zur Veröffentlichung optimieren können. Das beschränkt sich aber nicht nur auf Gameplay-Mechaniken, sie haben schon einmal die Verfolgungsmusik von Killern geändert. Und sogar Cage Stimme ausgetauscht, weil... Down in
Intoxication Cursor. Wenn der Clown dich mit seinem Alkoholproblem abwirft, wird dein ganzer Bildschirm verschwommen und wackelig. Für die meisten ist der Effekt echt schlimm und ich glaube, den meisten ist noch nie aufgefallen, dass in der Mitte ein kleines Fadenkreuz auftaucht. Es soll verhindern, Übelkeit und Schwindel auszulösen, da es sich um etwas Statisches handelt, auf das sich der Spieler konzentrieren kann. Schreibt in die Kommentare, wenn euch das vorher auch nicht aufgefallen ist. Legacy Skins. Spielern wurde exklusive Entity Skins als Belohnung dafür gegeben, dass sie ihren Charakter vor Patch 1.3 Ende 2016 prestiged haben. Bis dann der Patch kam, der das Grinden einfacher machte und diese Skins dann nicht mehr verdient werden konnten. Sie werden auch nie wieder zurückkehren. Das heißt, wenn du so einen Skin hast, dann bist du etwas sehr Besonderes. Spirit und Oni. In der Lore ist Spirit ein Nachkomme des Onis. Dies sieht man vor allem in einer Dead by Daylight Cutscene aus dem zweiten Tome, wo man Onis brüllen hört, kurz bevor Spirit sich an ihren Peinigern rächt. Außerdem teilen die beiden Charaktere sich auch den Nachnamen. Moon Buggets. Baguettes? Keine Ahnung. Es gab Opfergaben, die die Initiative... Es gab Opfergaben, die die Intensität des Mondlichts für das Spiel veränderten. Sie wurden schließlich entfernt, weil die Entwickler mehr Kontrolle über die Beleuchtung haben wollten, um eine bessere Erfahrung für alle zu gewährleisten. Shirtless Myers. Es gibt ein Thirst-Meme, das entstand, als dieses Bild auf Reddit gepostet wurde und sofort ein Hit wurde. Matthew Code machte sogar einen Scherz darüber, dass er einen Skin für Myers ohne Hose hinzufügen würde. Ich warte aber immer noch sehnsüchtig auf diesen Skin. Matthew Code, wo ist dieser Skin, den du mir versprochen hast? DBD ist Ringo 3. Behavior konnte nicht die Bildrechte der Schauspieler bekommen, die den Protagonisten in Ringo gespielt haben. Stattdessen haben sie Yuichi Asakawa verwendet, der in den beiden Filmen ein Kind war und der einzige Überlebende des Fluchs von Sadako ist. Sie haben ihn älter und zu einem Wissenschaftler gemacht, der seinem Vater sehr ähnelt. Genauer gesagt studierte er das Meer und die Küste, weil das der Ort ist, an dem Sadako sein könnte. Mit all dem kann sein Engagement in Dead by Daylight als eine Fortsetzung der Ringo-Filme betrachtet werden. Splinters. Splinters waren Opfergaben, die es Spielern ermöglichten, einen DLC-Killer auszuprobieren, bevor sie ihn kauften. Sie hatten jedoch keine Perks oder Add-ons. Diese gibt es leider nicht mehr im Spiel. Ich finde, wir sollten sie zurückbringen. Was sagt ihr? Blackface Bubba. Früher war es möglich, als Leatherface die Gesichter der originalen Überlebenden zu sammeln. Das war einfach ein Cosmetic, wenn du jemanden 25 Mal getötet hast, dass du das freigeschaltet hast. Die Cosmetics wurden jedoch entfernt, weil Bubba das Gesicht von Claudette trug. Es wurde nicht wegen der Hautfarbe entfernt, da Bubba keine Farbe sieht und alle gleich tötet. Es wurde vielmehr entfernt, weil dieses Cosmetic verwendet wurde, um gezielt Spieler zu belästigen und allgemein toxisch gegenüber anderen Spielern zu sein, die einfach einen schwarzen Charakter gespielt haben. Es gab einen Aufschrei dagegen, weil dies nach der Einführung des Report-Systems geschah. Spieler glaubten, dass Behavior nicht genug getan hat, um mit toxischen Spielern umzugehen und dass die Entfernung des Cosmetics mehr ein symbolischer Akt als wirklich effektiv ist. Space Billy Program. Space Billys bezieht sich auf Billy-Spieler, die seine Kettensägenraserei genutzt haben, um an Orte zu gelangen, an die niemand hätte gelangen sollen. Diese Möglichkeit ist derzeit leider nicht mehr gegeben, aber es gibt immer neue Bugs. Vielleicht kommt Space Billy zurück. Ach nee, es kommt der Sohn. Hellraiser NFT. Nach der Veröffentlichung des Hellraiser-Kapitels kündigte Behavior eine Zusammenarbeit mit Boss Protocol an, um die Hellraiser-DLC-Modelle in NFTs umzuwandeln. Die Spieler nahmen diese Zusammenarbeit jedoch nicht positiv auf, das verursachte verständlicherweise für Ärger. Denn erstens handelte es sich um NFTs und zweitens wusste niemand genau, was das für Dead by Daylight bedeuten würde. War dies nur der Anfang? Würden später weitere NFT-Elemente hinzugefügt werden? Die Spieler bewerten das DLC negativ, weil diese Nachricht einen Monat nach der Veröffentlichung kam. Denn sie waren einfach verärgert, weil sie das DLC nicht gekauft hätten, hätten sie das früher gewusst. Eine weitere Sorge war, dass das Spiel überhaupt noch auf Steam erlaubt sein würde. Wolf hatte kurz vor diesem Vorfall eine Erklärung abgegeben, dass NFTs auf ihrer Plattform nicht erlaubt seien. Behavior stellte dann klar, dass NFTs in keinster Weise in Spielen zugefügt werden und hinter einer NFT-Bezahlschranke versteckt werden. Ihre Erklärung deutete darauf hin, dass die Lizenzinhaber immer noch die vollständige Kontrolle dafür haben, was sie mit diesen Modellen machen können, weil sie zu 100% die Charaktere besitzen. Behavior hatte möglicherweise gar keine Ahnung, dass die Assets in NFTs umgewandelt werden. Was bedeutet, dass sie vertraglich verpflichtet gewesen wären, diese NFT-Ankündigung zu machen.
da die Alternative gewesen wäre, das komplette Hellraiser-Kapitel nicht zu veröffentlichen. Und ich persönlich hätte mit einer Nicht-Veröffentlichung kein Problem gehabt. Ich hasse diesen Huren. Sanction of Wrath Statues. Es fühlt sich so an, als ob sie dich immer anstarren. Selbst wenn du dich wegbewegst und die Kamera bewegst, damit sie außerhalb deiner Sichtweite sind. Aber sobald du wieder zu ihnen schaust, sind sie wieder da. Und sie starren dir in die Seele. Du wirst sie niemals los. Ich träume sogar von diesen Statuen, ja? Ghostface Chase Musik. Ghostface hatte technisch gesehen insgesamt 6 verschiedene Verfolgungsmusiken. Vor der aktuellsten Theme hatte eine, die so klang. Das wurde einige Wochen später etwas geändert, die Lautstärke wurde gesenkt, während sie an einer neuen Version gearbeitet haben, die dann in der folgenden Woche herauskam und dann wurde auch diese noch einmal in der nächsten Woche geändert, zu dem, was sie jetzt ist. Warum ist das so kompliziert? Special Outfit Sound. Bestimmte Cosmetics für Überlebende und Killer fügen neue Soundeffekte hinzu. Der Stray Cat Ray Skin hat einen anderen Attack Sound, welcher eher wie scharfe Klingen klingt. Und der Baba Yaga-Skin von der Huntress ist sehr besonders. Dort wird ihr gesamtes gesummtes Lied geändert. Otto Stamper. Otto ist ein bemerkenswerter Charakter, aber auch ein Unbekannter in der Lore, da er mit 2 scheinbar getrennten Killern verbunden ist. Zuerst taucht er in der Lore des Doktors auf, wo er sein Mentor war, bis der Doktor ihn in einer seiner Experimente verwandelte. Vorher war Otto der Anführer eines Kults, in dem er Angst und dunkle Gedanken in die Köpfe seiner Anhänger einflößte, was sie dazu brachte, sich gegenseitig gewaltsam zu beseitigen. Die Ängste, dunklen Gedanken und Körperteile manifestierten sich dann in Dredge. Jiggle Physics. Es ist ziemlich offensichtlich, dass bestimmte Überlebende Jiggle Physics haben. Aber das gilt auch für den Bauch des Clowns und manche sagen auch für Onis Angriff mit dem Attack on Titan Skin, wenn man diesen aus einem bestimmten Winkel beobachtet. Sadakus Intro. 7 Tage nach dem Kauf des Sadakus Rising DLC wird beim Öffnen des Spiels eine spezielle Einleitung abgespielt. Es handelt sich um eine Neuauflage der originalen Clips, die auf Sadakus VHS-Band abgespielt werden. Jedoch mit Dead by Daylight Charakteren. Die 7 Tage sind eine Anspielung darauf, dass im Film jeder, der Sadakus VHS-Band ansieht, innerhalb von 7 Tagen sterben wird. Deathslinger's Gunwipe. Nach einer Attacke wischt Deathslinger das Blut an einer bestimmten Stelle von der Waffe, woraufhin die Worte Death at Bayshore freigelegt werden. Bayshore war Deathslingers ehemaliger Chef, der ihn damals betrug, indem er seine Patente verkaufte. Auto Heaven Bodies. Auf dieser Karte gibt es Körperteile und zerquetschte Autos. Weil im Geist seiner Lore seine Arbeit darin bestand, Autos zu zerquetschen. Allerdings wusste er nicht, dass praktisch in jedem Auto, das er zerquetscht, eine Leiche tot oder lebendig, Leichen sind tot, Jura, darin waren. Es war ein Service, den sein Chef für zwielichtige Kunden angeboten hat. In der Lore tötete der Geist seinen Chef brutal und die ganze Map ist einfach eine Anspielung darauf. Midwich Secret Room. Auf Midwich gibt es einen verborgenen Raum im Uhrenturm mit einer Truhe darin. Dieser Raum öffnet sich nur, wenn du 2 bestimmte Generatoren in einer bestimmten Reihenfolge reparierst. Zuerst müsstest du den Generator im Chemielabor reparieren und dann den Generator im Musikraum, welcher nicht immer spawnt. Sobald das abgeschlossen ist und das Endspiel beginnt, öffnet sich der Raum. Aber irgendwie ist das doch voll der unnötige Raum. Benedict Baker. Benedict Baker ist ein Charakter, den man gar nicht sieht. Also genauso wie Otto. Er ist für einen Großteil der ersten Lore-Berichte verantwortlich. Er hat bewusst das Reich der Entität aufgesucht und war darauf bedacht, es zu finden und herauszufinden, wie es funktioniert. Seitdem ist er wie der Rest der Überlebenden in der Prüfung gefangen und in seinem Tagebuch schreibt er die ganze Zeit über seine Begegnungen mit anderen Überlebenden, mit Killern und allem anderen, was im Reich der Entität passiert. Doch jetzt kommt etwas sehr Interessantes über Benedict Baker. Als ich über ihn recherchiert habe, habe ich in Wiki Folgendes gelesen. Es wird spekuliert, dass Benedict Baker zukünftig ein Killer werden könnte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige seiner Einträge den Verlust seiner eigenen Hoffnung andeuten, von der sich der Entitus angeblich ernährt. Und das ist sehr interessant, denn all die Hoffnungen zu verlieren, ist das, was es braucht, um ein Killer in Dead by Daylight zu werden. Scheiße. Wesker Sunglasses.
Wenn man Wesker eine Palette in sein wunderschönes Gesicht wirft, besteht die Möglichkeit, dass seine Brille herunterfällt. Wenn dies passiert, greift er einfach in seinen Mantel und holt sich eine neue heraus. Also ich hätte auch gern so eine große Manteltasche wie er. The Entity's Favorite. Ghostface ist der Lieblingskiller der Entität, weil er es aktiv genießt, im Reich zu sein. Die Art und Weise, wie er seinen Opfer stalkt und beseitigt, lässt die Entität sich gut fühlen oder halt kommen. Außerdem schweben seine Gurte aufgrund der Verbindung zur Entität. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich der Favorite ist. Lore Contradictions. Die Lore von Dead by Daylight weist ziemlich viele Inkonsistenzen auf die Charaktere auf. Insbesondere zwischen der Lore bei der Einführung eines Charakters und der Tome-Lore, die wir bekommen können. Nicht zu vergessen sind die Zitate ihrer Add-ons. Danny Johnson. Danny Johnson ist der ursprüngliche Killer hinter der Ghostface-Maske im Spiel. Behavior hatte keine Rechte für die Scream-Lizenz, aber die Rechte zur Verwendung der Ghostface-Maske halten. Das liegt daran, dass die Scream-Film-Reihe tatsächlich eine bereits existierende generische Maske verwendet hat, sodass das Urheberrecht zwischen der Filmreihe und der Maske aufgeteilt wurde. Trotzdem wischt Ghostface das Messer immer noch auf die gleiche Weise ab, wie es in den Filmen tut, oder auch der Schauspieler in Five Nights at Freddy's. Dredge's Head. Dredge's Kosmetikaufteilung ist anders als die der anderen Killer. Während bei allen anderen in Kopf, Oberkörper und Waffe geteilt wird, gibt es bei Dredge anstelle des Kopfes einen Arm zur Auswahl. Der Kopf wird bei Dredge so gesehen mit dem Oberkörper verbunden. Viggo. Viggo ist der Erfinder der Entität. Okay, das war glaube ich, das Falscheste, was ich jemals gelesen habe. Viggo ist ein Erfinder, der die Entität studiert. Und möglicherweise hat er auch die Hedge erschaffen, da es bekannt ist, dass die Entität diese nicht erschaffen hat. Er ging auch in die Leere, ein Limbo-ähnliches Reich, in dem die Entität hoffnungslose Überlebende entsorgt, wenn sie nicht mehr unterhaltsam genug sind. Er schafft es, mit Hilfe von Patriots Serum zu entkommen. Er und Blight sind die einzigen, die jemals aus dieser Leere entkommen konnten. Einige Überlebende haben sogar Skins, die sich um Viggo drehen. Jill's Knife. Vielleicht ist einigen von euch schon aufgefallen, dass Jill ein Messer bei sich trägt, welches sie aber nicht benutzen kann oder darf, um sich gegen die Killer zu verteidigen. Resident Evil Safe Room. Auf der Karte des Polizeireviers von Raccoon City, wann immer du einen Raum betrittst, der in Resident Evil 2 als Sicherheitsraum galt, da klingt die Melodie des Sicherheitsraums. Trapper vs. Entity. Der Trapper hat sich gegen die Entität gewehrt und wollte nicht sein Spielzeug sein. Also wurde er gefoltert und mit Haken bestraft, die ihn jetzt begleiten. Dies könnt ihr auch an seinem Rücken sehen und vor allem bei dem Blighted Skin. Basement Walls. Es gibt im Keller Lichter, die durch die Wände scheinen. Was bemerkenswert ist, weil es ein Keller ist. Also, was scheint da durch? Es wird vermutet, dass es tatsächlich eine Manifestation der Entität ist, da es wie andere mit der Entität verbundene Dinge leuchten. Der Keller hat eine besondere Verbindung zur Entität, sodass es sein könnte, dass die Grenzen des Reiches dort unten geschwächt sind und die Entität durch die Risse schlüpft, wie so ein kleines Küken. Dimitri. Auf der Map Farm gibt es einen Baum mit hängenden Tieren. Ihr alle habt ihn doch schon gesehen mit den Kühen. Und sein Name ist Da-Meat-Tri. Der Fleischbaum, versteht ihr? Dimitri, Da-Meat-Tri. Das ist irgendwie so unlustig. Ghostface Phone. Ghostface Mori im PTB hatte ursprünglich ein Klapphandy anstelle einer Kamera. Das ergab wenig Sinn, weil ein Klapphandy keine Frontkamera hat. Zumindest glaube ich das, weil ich bin nicht aus dieser Generation. Stretched Resolution. Du konntest früher die Bildschirmauflösung des Spiels vergrößern, wodurch Spieler in der Lage waren, um Ecken herum viel besser zu sehen und sich so einen Vorteil zu verschaffen. Dadurch konnte man sogar Ghostface aus seinem Stalking herausholen. Auch wenn er nicht direkt angesehen wurde. Myself DVD. Es wurde von Leuten gesagt, die seit den Anfangstagen von Dead by Daylight spielen, dass Myers das Spiel irgendwie gerettet hat oder zumindest dazu beigetragen hat, es dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Die Tatsache, dass Behavior so früh in der Lebensdauer ihres Spiels eine so große Lizenz für einen ikonischen Horrorcharakter bekommen hat, hat natürlich die Popularität enorm gesteigert und auch Türen für weitere Zusammenarbeiten geöffnet. Huntress Bombs. Die unveröffentlichte Jägerin hatte ein Soundproblem, bei dem ihre Äxte etwas zu laut waren und mehr an einen Shotgun-Schuss erinnerten. Traffic Updates. Dead by Daylight ist seit einiger Zeit draußen und wird auch immer beliebter, daher macht es Sinn, dem Spiel hier und da ein Upgrade zu geben. Sowohl für Karten als auch für die Charaktere.
Man kann einfach das Startmaterial mit dem aktuellen Gameplay vergleichen und sieht Unterschiede. Pyramid Head's Tongue. Pyramid Head hat eine lange Zunge, welche in den Spieldateien von Dead by Daylight gefunden wurde. Der Grund ist nicht klar, aber Behavior hat wahrscheinlich versucht, es wie in Silent Hill 2 darzustellen. Doctor's Origins. Während der Entwicklung wurde der Doktor ursprünglich Mu Yi genannt und seine Add-ons schienen ein chinesisches Thema zu haben. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass seine ursprüngliche Inspiration von Yang Song Sin stammte, einem berüchtigten chinesischen Therapeuten. Er war besonders umstritten, weil er Elektrokrampftherapie bei Kindern anwendete, um sie von Internet- und Videospielabhängigkeit zu heilen. Dies würde Sinn ergeben, da der Doktor zusammen mit Feng, einem alkoholabhängigen Pro-Gamer, der vom Pech verfolgt wird, veröffentlicht wurde. Wenn das tatsächlich die Inspiration war, wurde der Doktor wahrscheinlich geändert, weil seine Inspiration immer noch am Leben ist. Pinhead Steel Survivor. Das bezieht sich darauf, dass Pinheads Mori-Animation die einzige ist, die den Überlebenden nicht direkt tötet. Stattdessen werden sie gefesselt und in die Hölle geschickt. Yui's Hachimaki. Yui's Stirnband, speziell ihr erstes, wurde von ihrem unterstützenden Großvater als Glücksbringer geschenkt. Aber dieses wurde von einem Stalker gestohlen, der sie ins Krankenhaus brachte. Das, was sie jetzt hat, wurde von ihrer Gang mit ihren Unterschriften und Glückwünschen darauf gegeben. Es wurde zum Symbol der Einheit und Unterstützung ihrer Gang, wie eine Frau, die Hilfe von Stalkern und Missbrauch benötigte. Mac in den Resident Evil Trailer. Im ersten Trailer für das Resident Evil DLC wird Mac von Leon als verletzt und vermutlich tot angesehen. Im Trailer für das zweite Resident Evil DLC scheint sie jedoch von Rebecca gerettet worden zu sein. Jolly. Jolly ist eine Missgeburt der Natur, die entstand, wenn du gewisse Schritte verfolgst, um einen kosmetischen Fehler zu erzeugen. Lovelies Translations. Es gab viele Beschwerden von Muttersprachlern darüber, dass die Übersetzungen des Spiels nicht gerade die besten sind. Und es gab viele Online-Kampagnen, in denen darum gebeten wurde, die Übersetzungen zu verbessern. Es gibt sogar ein volles Google Sheets-Dokument voller Verbesserungsvorschläge. Blond Mac. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Mac tatsächlich blond. Getting outside the map. Seit der Veröffentlichung des Spiels versuchen die Leute ständig, die Map zu verlassen. Damit meine ich, dass sie Wege suchen, um außerhalb der Map zu sein. Der Demogorgon konnte durch seine Portale sogar hinter die Ausgänge gelangen. Viele Out of Bounds sind durch verschiedene Bugs ermöglicht. Wart ihr schon mal Out of Bounds? Schreibt's in die Kommentare. Hack Cannon. Das bezieht sich auf einen Fehler, der aber behoben wurde, mit dem Überlebende in die Luft geschleudert wurden, wenn sie auf der Falle der Hack landeten. Pyramid Head und Michaela. Im Trailer von Michaela ist an ihrer Wand ein Bild von Pyramid Head zu erkennen. Es ist sehr schwer zu sehen, aber wir haben es hier eingefügt für euch. Und mehr dazu gibt's auch nicht. Hat Michaela vielleicht einen Crush auf Pyramid Head? Entity Took the Box. Die Theorie besagt, dass die Entität die Lamette Configuration ins Reich gebracht hat, damit jemand sie lösen und somit Pinhead beschwören kann. Das macht etwas Sinn, da es viel einfacher wäre, dies zu tun, anstatt einfach Pinhead zu nehmen, da er einfach viel zu mächtig wäre. Aces Money. In Aces Mean Street Skin hat er sehr viel Geld in seiner Hosentasche. Und wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man sogar sein Gesicht auf den Dollarschein. Michael Myers und Pyramid Head vs. Entity. Es gibt eine Theorie, dass Myers und Pyramid Head mächtiger sind als die Entität. Myers verkörpert das Böse und ist praktisch unsterblich. Er hat weder ein Gewissen noch irgendwelche Wünsche. Er handelt lediglich instinktiv böse. Ähnlich verhält sich Pyramid Head, der darauf fixiert ist, Strafe durch Schmerz zu verteilen. Beide haben auch ihre eigenen Moris, was darauf hinweist, dass sie die Regeln der Entität missachten können. Skeptiker weisen jedoch darauf hin, dass in der Lore von Pyramid Head er mit der Entität eine Vereinbarung getroffen hat, damit er im Reich bleiben könnte. Er wurde nicht gezwungen, sondern eingeladen. Laurie wurde stattdessen ins Reich der Entität gezogen und Myers folgte ihr. Er widersetzte sich nicht, weil das ein Ort ist, an dem Killer das tun, was sie am besten können. White Eyes Theory. Es wird versucht zu erklären, warum einige Killer weiß leuchtende Augen haben. Es wird vermutet, dass die Entität diese Killer dazu bringt, in den Überlebenden andere Menschen zu sehen, um die Killer zum Töten zu motivieren. Destinger sieht in jedem Survivor die Menschen, die ihm Unrecht taten. Spirit sieht ihren Vater, der sie und ihre Mutter zerstückelt hat. Und Ray sieht diejenigen, die sein Dorf niedergebrannt und sein Volk abgeschlachtet haben. Mac in Resident Evil 8. Wenn man im Schloss herumlief, konnte man dieses vertraute Schreien im Hintergrund hören. Hm.
Und mir ist das auch direkt aufgefallen, als ich das Spiel gespielt habe. Hm? Hey, das ist das Geräusch aus Dead by Daylight. Das ist das Geräusch aus Dead by Daylight gewesen. Lol. Charlotte was pregnant. Die ursprüngliche Idee für die Zwillinge sollte eine Mutter und ihr ungeborener Sohn gewesen sein. Aber dies wurde geändert, weil... Brother, Der Teacher. Es gab einen verworfenen Killer mit einem pädagogischen Thema. Die Spekulation über seine Existenz stammte von einem Update im Juli 2016, bei dem 3 Dateien zum Spiel hinzugefügt wurden. Es wurde spekuliert, dass es eine falsche Fährte der Entwickler sein könnte, da sie kürzlich angekündigt hatten, dass sie an den ersten Kapitel DLC arbeiten würden. Der Killer dafür stellte sich als eine Krankenschwester heraus und die Dateien wurden nie für etwas verwendet. Climbing. Dies war eine Mechanik zu Prototypzeiten von Dead by Daylight, die aber verworfen wurde. Es hätte den Überlebenden erlaubt, Wände zu erklimmen, um den Killer zu entkommen. Hättet ihr das gewollt? Entity Created Artist. Krähen spielen eine große Rolle in der Lore der Künstlerin. Aber hier ist das Ding. Krähen sind nicht heimisch dort, wo sie in Chile herkommt. Dieses Detail hat zu Spekulationen geführt, dass die Entität sie dorthin geschickt hat und ihr Leben unerträglich schwierig gemacht hat. Dies würde erklären, warum ihr Leben nur ein tragisches Ereignis nach dem anderen ist. Die Entität ließ sie leiden, um einen besseren Killer zu erschaffen. Und nachdem sie versehentlich ihre Freunde getötet hatte, war sie bereit für das Reich der Entität. The Smasher. Es gab einen verworfenen Killer namens Smasher. Seine Fähigkeit war es, alles zu zerschmettern. Er konnte absolut alles auf der Map zerstören. Bäume, Wände, Gebäude, wirklich alles. Er wurde deswegen wahrscheinlich nicht umgesetzt, weil es zu schwierig gewesen wäre, ihn wirklich zu balancen, wenn er einfach den ganzen Ort zerstören könnte. Stellt euch vor, er läuft zu einem Generator und zerstört den einfach. Das wäre schon ein bisschen unfair gewesen. Oder du sitzt gerade hinter einem Baum und dann kommt der Smasher und smasht dir den Baum weg. Also, nicht so gut. Ist, glaube ich, gut, dass er nicht dabei ist. Scrap Maps. Es gab mal wirklich etwas ganz Besonderes auf der Karte Blackwater Swamp. Denn auf dieser Karte wurde sich auf Abwasserrohre konzentriert. Dies führte zu Spekulationen, dass Pennywise zu Dead by Daylight kommen würde, da es ja Teil seines Charakters so ist. Nur er wurde da nie hinzugefügt, aber dazu später im Eisberg. Zadako sollte auch eigentlich eine Karte bekommen. Doch diese Karte wäre mit Cauldron Farm zu ähnlich gewesen und deswegen hat man es auch eher fallen gelassen. Es wurde auch überlegt, ob Pinhead eine Karte bekommen sollte. Aber das wurde nicht umgesetzt, weil die Karte wahrscheinlich viel zu viel Sexualität gehabt hätte. Spirit wasn't supposed to be taken. Das ist eine Theorie, dass die Entität dafür verantwortlich ist, dass Spirits Vater durchdreht, damit er seine Frau und Tochter zerstückelt und die Entität ihn dann nehmen kann. Allerdings sah die Entität in diesem Moment das Potenzial in Spirits überwältigender Wut und nahm stattdessen sie im letzten Moment. Mac and Claudette's Race Swap. In der Alpha-Version des Spiels sahen Mac und Claudette ganz anders aus, als wir sie heute kennen. Bodypillows. Im offiziellen Shop von Dead by Daylight gab es früher ein Bodypillow mit der Jägerin, oder auch Huntress, das du kaufen konntest. Zum Zeitpunkt dieses Videos sind immer noch Bodypillows verfügbar, aber für das Spiel Hooked on You und die sehen bei Weitem nicht so cool aus, wie das Bodypillow von der Huntress früher. Naked Models. Bestimmte Charaktermodelle haben Unterwäsche drunter, die manchmal sogar durch die Kleidung hindurch scheinen, während andere nichts drunter haben. Bevor du aber danach suchst, schau dir bitte das Video erst zu Ende an. Der Grund dafür ist es, dass es den Designern einfacher macht, neue Cosmetics für die Charaktere zu erstellen. Also gibt es praktisch von fast jedem Charakter ein Nacktmodel im Spiel. Ghostface Hatchet. Es gab mal einen Hacker, der als Ghostface spielte und über die Karte schwebte, sich teleportierte und dabei einfach ganz entspannt Äxte auf die Leute warf. Dabei waren die Äxte schneller als Lightning McQueen. Ka-chow! Fans Aaron Cannon. In Legion's Trailer rennen Frank und David durch das Mount Ormond Resort und man kann deutlich sehen, dass die Zäune, die im Spiel vorkommen, nicht im Trailer zu sehen sind. Das bedeutet, dass die Zäune auf den Maps nicht lore-akkurat sind. Plague's Left Eye. In ihrem Standard-Outfit ist das linke Auge von der Plague versteckt und verrottet. Deshalb ist dieses Auge nicht animiert und blinzelt auch nicht, selbst in Outfits, bei denen das Auge sichtbar ist. Ist euch das aufgefallen? The Entity is a plant. Oder zumindest pflanzenähnlich genug. Diese Theorie basiert darauf, dass die Entität einmal im Jahr um Halloween von Blight infiziert und geschwächt wird. Dies ist praktisch das Einzige, was nachgewiesen wurde, um der Entität zu schaden. Das Signifikante daran ist, dass Blight tatsächlich eine echte Krankheit ist, die in Pflanzen vorkommt und sie verrottet. Killer Power Swaps. Im Dezember 2060. 60. Bruh.
Im Dezember 2016 gab es einen ausnutzbaren Fehler im Menüsystem, der es Killern ermöglichte, Fähigkeiten auszutauschen und sogar Überlebenden-Perks zu verwenden. Dies führte zu interessanten Kombinationen wie ein Chainsaw Myers. Darüber hinaus konnten Überlebende denselben Fehler nutzen, um die Kraft eines Killers zu erhalten. Wobei die nützlichste von denen die von Wraith war, da sie einfach unsichtbar werden konnten. Ein Killer konnte auch versehentlich seine Kraft fallen lassen und musste sie wieder aufnehmen wie ein Item, um sie erneut zu verwenden. Das Sahnehäubchen hierbei ist, dass die Entwickler im Dezember in den Ferien waren, sodass der Fehler erst am 12. Januar behoben wurde. Hättet ihr das ausgenutzt, Chat? Ich hätte das auf alle Fälle ausgenutzt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr kombiniert hättet. The Entity's Music. Die Entität kann man in Legions Jagdmusik mit einem bestimmten Add-on ein paar Bars bitten hören. Dead by Daylight Save Files. DVD-Speicherdaten waren früher auf deinem Computer lokal gespeichert. Was bedeutet, dass du im Falle eines Problems alle Dateien hättest verlieren können? Das war ein Problem für Leute, die Legacy-Skins hatten und sie nicht zurückbekommen konnten. Stattdessen erhielten sie 10 Millionen Blutpunkte. Das ist nichts im Gegensatz zu einem Legacy-Skin. Übrigens konnte man für eine gewisse Zeit in 4 Schritten tatsächlich in diesen Speicherdaten gehen und die Menge der Blutpunkte ändern. Golden Toolboxes. Das ist ein Easter Egg, die in jedem einzelnen Reich versteckt sind. Und ich wette, den meisten ist das gar nicht mal aufgefallen. Man kann sie jedoch nicht aufheben oder mit ihnen interagieren. Sie sind eigentlich nur eine nette Überraschung für Leute, die sie finden. Spaghetti Code. Das ist ein Begriff, der verwendet wird, um Quellcodes zu beschreiben, die unstrukturiert und schwer zu pflegen sind, wie es bei Dead by Daylight der Fall war. Früher war es noch schlimmer, weil neue Updates unvorhergesehene Fehler und Probleme in anderen Bereichen des Spiels verursachten, die sich wie Wellen ausbreiteten. Dieses Problem liegt wahrscheinlich daran, dass die Entwickler nicht erwartet hatten, dass das Spiel so groß wird. Es war wahrscheinlich in Ordnung für ein kleines Indie-Spiel, aber als es immer größer wurde, wurde der Code immer unordentlicher und komplizierter. Das erklärt auch oft die Bugs, die nach einem Update aufkommen oder sogar wiederkommen. Wraith Unnerves. Im Dev-Stream erwähnte ein Entwickler von Behavior, dass Wraith Unnerves etwas miteinander hatten. Also, I think that you, the community, create great, amazing fan art and content. Right. Yeah. So, like, I would like to make it canon that the Wraith and the Nurse have something. Dies wird durch ihre passenden Valentintag-Skins unterstützt, die sich auf das Phantom der Oper beziehen. Auf den Skin der Krankenschwester fehlt ihr Herz, weil es sich auf der Waffe von Wraith befindet. Und diese Waffe heißt das Herz von Miss Mistin. Knarre, Alter. Pizza Imperial Dwight. Benedict Baker schrieb über eine alternative Version von Dwight, die den Namen Imperial Dwight, Sir Regal Dwight, in einem dicken britischen lila Gewand und einer goldenen Krone, tritt hinaus auf den Hof und begrüßt alle Bauern mit guten Worten und Pizza. Lost Lizenz. Nichts davon ist bestätigt, aber es wird spekuliert, dass Behavior in der Vergangenheit neue Lizenzvereinbarungen hatten, die aus verschiedenen Gründen gescheitert sind. Wir können uns nur auf Leaks und Spekulationen stützen, aber ein Beispiel dafür, von dem ich bereits gehört habe, ist, dass Behavior die Lizenz für Pennywise und das dazugehörige Kapitel verloren hat. Einfach weil es zu Meinungsverschiedenheiten mit Warner Bros. Kam, die dafür bekannt sind, ihr geistiges Eigentumsrecht streng zu kontrollieren. Googling DBD Art. Wenn du nach DVD-Art auf Google suchst, soll ein bestimmtes Bild auftauchen. Nur ich hab's jetzt nicht gefunden. Ich glaube, das wurde vielleicht runtergenommen, aber das ist wohl so ein riesiges Meme, dass man nicht nach Dead by Daylight Art suchen soll. Vielleicht findet ihr es ja. Entities Food Fetisch. Manche Leute müssen einfach alles bemerken, aber ja, es stimmt. Einige weibliche Killer in Dead by Daylight sind barfuß oder haben Skins, die sie barfuß machen, im Vergleich zu den männlichen Killern. Man könnte zwar sagen, dass es vielleicht verschiedene Gründe hat, wie dass die Killer dann eine Verbindung zur Natur herstellen oder einfach um das Aussehen des Charakters zu betonen oder die Entität hat wirklich einen Fußfetisch. Archie Macmillan's Father. Das ist eine der eher abwegigen Beobachtungen, aber die Scherztheorie besagt, dass der Vater des Trappers das uneheliche Kind von Mr. Rogers und Richard Nixon ist, weil er ähnlich aussieht, nehme ich an, und gemütliche Pullover trägt. Lightskins are in the future. Diese Skins werden angedeutet, später im Verlauf der Charaktergeschichte zu entstehen, weil die Skins besondere Merkmale haben. Der Trapper hat mehr Haken in seiner Schulter als zuvor. Der Clown hat 2 Ringe aus Menschenfingern anstelle von einem.
Die Legions sind wirklich eins geworden. Der Uni hat echte Dämonenhörner, Spirit Rex ein drittes Auge. Es ist auch irgendwie lustig, dass Wesker sehr daran interessiert war, gebleitet zu werden, weil natürlich war er das. The player is the entity. Die Spieler entscheiden zumindest teilweise, welche Überlebende leiden werden und welcher Killer dieses Leid verursachen wird. Zusammen mit Perks, um den Überlebenden Hoffnungen zu geben. Durch uns sieht die Entität, was vor sich geht. Wir könnten dies weiter vertiefen, indem wir analysieren, wie ähnlich die Ingame-Prüfungen in einem Videospiel sind. Alles funktioniert wie ein Spiel, weil es eins ist. Das Reparieren von 5 Generatoren lässt die Tore aufgehen, weil das die Regel ist, die die Entität festgelegt hat. Nicht jeder Überlebende ist tatsächlich ein Ingenieur. Sie müssen also nur so tun, als ob sie an den Generatoren arbeiten, um das Spiel voranzutreiben. Deshalb können die Überlebenden zuerst nur verletzt, aber nicht getötet werden, weil das die Regeln besagen, dass sie nicht so schnell sterben können. Nach dieser Theorie macht jeder Killer, der das gesamte Team niederschlägt, die Entität nur stärker. Good way to escape. Vor langer Zeit erwähnten die Entwickler, dass es einen dritten Weg gibt, eine Prüfung zu entkommen, der im Spiel existiert, nur noch nicht entdeckt wurde. Die Ideen, die herumschwören, sind, dass es etwas mit den goldenen Werkzeugkästen zu tun haben könnte, oder vielleicht mit dem Keller, oder vielleicht mit den Zäunen, oder vielleicht muss man eine spezifische Abfolge von Ereignissen in einem Match passieren, wie damals bei Freitag der 13., wenn man Jason töten wollte. Doch mit der langen Zeit, in der das Spiel draußen ist, und den 1000 Menschen, die im Laufe der Jahre es gespielt haben, sowie all den Leuten, die die Spieldateien durchsucht haben, scheint es realistischer zu sein, dass es hier ein Scherz der Entwickler war. So kann man auch Spielerzahlen halten. Everything is canon. Gemäß der DVD-Lore beschäftigt sich die Entität mit dem Multiversum. Und so finden Lizenzen aus fiktiven Universen ihren Weg dorthin. Das ist auch der Grund, warum es Prüfungen mit mehreren verschiedenen Versionen desselben Überlebenden geben kann. Der Beobachter erwähnt, dass es verschiedene Geschichten über den Trapper liest, die alle gleich sind, aber leichte Unterschiede aufweisen. Das bedeutet, dass jeder Skin canon ist und jedes Match auch. Was daran interessant ist, ist, wie Freddy und Myers als Horror-Ikonen in der Welt von Stranger Things existieren. Also stell dir vor, du bist Steve und Nancy und du wirst in dieses Reich geworfen, das bereits ziemlich gruselig ist. Und dann siehst du die tatsächlichen Gesichter des Horrors. Und jetzt kommen wir zu den wirklich krassen Themen. Denn wenn wir ganz nach unten zum Ende des Eisberges gehen und wir ganz nah an diesen einen Punkt ranzoomt, dann steht Folgendes. Das Video war wirklich sehr viel Arbeit und das Projekt stand schon länger an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt sogar schon fertig bekomme. Und ob ich mehr solche Eisberg-Videos in Zukunft machen werde, weiß ich nicht. Wenn du aber bei sowas helfen willst, dann kannst du dich gerne auf meinen Discord in das Yami-Helfer-Programm bewerben. Da kannst du mit folgenden Sachen helfen wie Schnitt, Ideensammlung, Skript schreiben, Recherche und so weiter, um dann in den Credits erwähnt zu werden. Aber das heißt nicht, dass ich aufhören werde, weiter Videos zu machen. Das nächste ist schon geplant. Also abonniert mich und wir sehen uns. Bye.